Jo. Hallo und herzlich willkommen. Da vorne ist irgendwo das THW, die haben da irgendeinen Kontrollposten. Mit dabei ist dieser Gimpel im Wookiee-Anzug. Servus. Rennt, Leute, rennt. Nein. Also, wie gesagt, da vorne ist das THW und wir gucken mal, was hier veranstalten. Die haben da irgendwas von THW-Kontrollposten-Gekröse markiert. Mal gucken, was hier veranstalten. Da Wir sind Geschäftsleute, die von irgendwo kommen und uns das LKW hier gerade frisch gekauft haben und halt nach dahin nach Kavala wollen. Die Fenster sind ein bisschen tief in diesem Fahrzeug. Du Jo. heilige Scheiße, was haben die denn da Ach du veranstaltet? Scheiße. Was machen die denn da? Noch mehr Leck verursachen kann man durch Geblinker auch nicht, oder? Ich hoffe, ich bringe ihn um durch das. Noch mehr Sagte. Geblinke kann man nicht anstellen. Sie sehen auf der anderen Seite auch so aus. Ich Nee, von der weiß es anderen Seite nicht. können sie einfach reinbrettern in das Geblinke. Ich tue mal so, also ich tue's. Ja, Tanken muss. genau, nimm die Tanke mit Ingo. Na, da drin hast du ja Erfahrung, ne? So, der will irgendwie nicht. Einmal bitte weiterfahren. Wir wollen Ja, nicht ich muss weiterfahren. tanken. Muss tanken und müssen wir unsere Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Stimmt, lenk. Ja, dann fahren wir da drüben mal hin und halten da an. Fahr mal hier. Nee, nicht da. Fahr mal da, wo der Hubschrauber. Neben dem Hubschrauber, würde ich sagen. Nö, ich stehe hier hin. Okay. So. Dann gehen wir mal eine Runde pennen. Mach Licht aus, genau. Warte mal kurz, mach mal auf. Also, habe ich einen Schlüssel für die Karre? Eine Bitte zur Tanke rein. Müsste ich nicht haben, ja? Warte. Erstmal Knifte wegstecken. Ein Bitte zur Tanke fahren. Sie machen die Kontrolle des Fahrzeugs. Bruder Kirk, Können ich Sie habe mal die das Beste. Geblinke ausmachen? Wir wollen schlafen. Lenk- und Ruhezeiten und so. Kirk, ich habe die Idee. Die Idee. Was haltest du, wenn wir mit einem Gefahrgut-LKW anrücken? Ja, stimmt, dann haben wir Gefahrgut hinten noch zusätzlich drin. Warte mal kurz. Hast du Gefahrgut in deinen Häusern? Nö, aber einfach nur ein Immer eine Tanklaster. Tanke drauf fahren. Na gut, können wir ja gleich machen. Jetzt will ich erstmal gucken, ob die auf das Lenk- und Ruhezeiten-RP eingehen. Aber irgendwie auch nicht so ganz. Wo ist der scheiß Seli? Ach, da oben. Ich glaube, der kriegt gleich dezente Probleme. Jo, ganz dezent. Entschuldigung. Herr THW-Mitarbeiter, können Sie vielleicht das Ja. Geblinke ausmachen? Wir müssen Ihnen Lenk- und Ruhezeiten anhalten und wollen deshalb hier pennen. Danke, ehrlich, also das ist zur Sicherheit. Ja, aber wir müssen schlafen. Wegen den Lenk- und Ruhezeiten. Und das geht bei dem Geblinke ein bisschen schlecht. Mach einen Was ist denn Vorschlag. hier los? Ich will schlafen, Mensch. Ich habe einen langen Tag hinter Wir mir. können Sie da hinten hinter die Tankstelle stellen. Sie sehen das Loch in der Leitplanke? Ja. Aber wenn Sie hier so viel Sie können sich Krach dahinter machen, stellen. können wir so schlecht schlafen. Das ist doof. Ja, Sie können sich dahinter stellen, da dann schlafen, wenn Sie wollen. Okay. Hey Kollege, die wollen, dass wir uns da hinten in das Loch von der Leitplanke stellen und da pennen. Ich darf nicht mehr weiterfahren. Ja, ich auch nicht. Ich habe die Ruhezeit schon überschritten. Ja, deshalb solltest du ja vorhin Sollst du da weiterfahren. hinfahren? Ich mache jetzt Vespa. Okay, pennen wir. Nö, ich mache jetzt Brotzeit. Und das ist schon Brotzeit. So, dann holen wir mal die erpressten Donuts aus dem Handschuhfach. Aber was wird, ganz ehrlich, was wird denn das hier? Hört man direkt Kommunikation außerhalb des Fahrzeugs, wenn man die innerhalb des Fahrzeugs. Leicht, leicht, Okay. leicht. Ist hier irgendwer im Fahrzeug, der die hören könnte? Nee, leider nicht. Bleiben wir hier einfach mal stehen. Machen wir es dann nachher im Tanklaster. Ja. Vom außen rum, damit man nicht da um die Kurve um das Eck reinkommt, sondern von sozusagen. Guck mal, das macht. Warte, der THW kommt angerannt.
Was ist das denn hier für ein grelles Licht? Ich kann ja nicht schlafen. Meine Frage, haben die wirklich so viele Beamten für die Fahrzeuge? Nein. Das ist, die fahren ja alle Fahrzeuge hin, die sie finden können, glaube ich. Warte mal, Telefon. Nee, Spielerliste auf M war ja auch einer. Die sind zu dritt. Sehr Glückwunsch. Und haben hier gefühlte 3 Millionen THW geblinkt stehen. Du, ich glaube, da müssen wir durchpassen mit dem Tanklaster. Wodurch? Unter der Tank oder was? Unter der Tanke, ja. Okay. Und durchpassen, da passen wir mit Boxen durch. Weißt du was, wir scheißen jetzt auf die Lenkung Ruhezeiten, weil im Geblink hier kann ja eh keiner pennen. Oh, schnell weg. Fahrendes THW, nix hier weg hier. Nö, ich würde sagen, Tanklaster, oder? Okay, dann beende ich hier die Aufnahme und ihr seht danach gleich die Aktion mit dem Tanklaster und hoffen wir, dass das THW dann etwas mehr RP macht. So, da wollen wir mal. Jo. Gib Gummi. Jojo. So, hey, die ganze Suppe hinten rausgelaufen ist. So, ich glaube, die läuft schon längst leer. Ey, da ist ein Öltanker gesunken. Wir waren's nicht. Ich hoffe, meine Stimme wird aufgenommen, richtig. Das hoffe ich auch. Ansonsten erschieße ich dich nachher standrechtlich. Ja, da vorne geht schon die geblinke Party los. So, dann wollen wir mal. Merkst du auch schon an Ingos Lex, dass es da vorne Blaulichtparty ist? Och nö, ich hab 6 an die FK durchgehen. Ich hab derzeit 17. 18. Der labert irgendwas, ich höre gar nicht. Ja, irgendwas von irgendwo anhalten. Wir wollen checken, ob ihr Fahrzeug verkehrssicher ist, richtig? Und so, fahren Sie mal bitte im Schritttempo mir nach. Im Schritttempo ihn überfahren, oder wie? Haha, so in etwa. Ingo, das ist nicht Schritttempo. Schritttempo ist 0,1 km/h schneller. Er hat nicht gesagt, du sollst stehen bleiben. Ich glaube, das heißt, du sollst stehen bleiben. Lass mich dann erstmal aussteigen. Da muss ich erstmal verifizieren als CAW-Mitarbeiter. So. Nicht, dass das hier ein Überfall ist. Okay. Was Sie jetzt stört. Ich werde jetzt kurz unter Ihr Fahrzeug kriechen und schauen, ob alles. Da werden wir jetzt aussteigen. Warten, nee. Neuesten Stand. Newton. Der Herr. Wir müssen einmal natürlich von Ihnen den Beweis haben, dass Sie auch wirklich alle zum THW gehören, weil unsere Ladung ist ein hochgiftiger Rohstoff. Mit der Ladung, die wir drauf haben, könnte man halb Europa auslöschen, die Bevölkerung. Und da müssen wir natürlich sein, dass Sie zum THW gehören und hier nicht irgendeinen Überfall machen und uns die Plöre klauen wollen. Okay, natürlich. Ich kann Ihnen gerne meinen Ausweis zeigen. Da steht das auch drauf. Okay. Also hier sehen Sie ihn und hier. Jo, danke. So, also, und wie ich sehe, seid ihr beide ein bisschen angeschlagen. Soll ich sie mal mit einem Hilfe-Kit behandeln? Das sie wäre nett. Wissen Sie, wir mussten die Luke zwischenzeitlich auch mal, um zu gucken, ob da die Ladung noch drin ist. Und diese Giftgase, Sie wissen ja bestimmt selber, wie sowas ist. Wir sind nicht gerade gesund. Also, ich kann bei Ihnen mal Schmerzmittel verschreiben, ein Rezept ausstellen und natürlich ein paar Pflaster aufkleben. Deshalb hat der Kollege da auch die Bandage würde ich hier nicht notwendig finden. Deshalb hat der Kollege da auch die Schutzbrille auf und das Tuch ums Gesicht, weil das ist der immer nachgucken muss. Ach so. Also halten Sie kurz still. Soll ich das auch hier noch eine Injektion? Nein, nicht. Okay. Geht's Ihnen gut oder haben Sie noch sonstige Beschwerden? Nö, also geht's mir gerade gut. Gut, dann schaue ich jetzt, ob Ihr Fahrzeug fahrtauglich ist. Ja. Jo. Passen Sie aber auf, wenn da irgendwo eine Suppe aus dem Fahrzeug rausgelaufen kommt, dann halten Sie davon besser Abstand. Was haben Sie denn geladen?
Das ist ein Rohstoff für die Farbproduktion. Allerdings ist der jetzt in dem derzeitigen Zustand höchst giftig. Mit dem, was wir geladen haben, könnte man problemlos die Bevölkerung von halb Europa auslöschen. Ah, okay. Ich muss kurz mal nach der Ladung gucken. Ja, behalt mal die Ladung. Der Tankverschluss ist undicht. Da müssten wir etwas dran unternehmen. Naja, ist ja nur höchst giftig, das Zeug. Da passiert schon nichts. Ja. Wallace? Ja, Kollege? Ich schau mir das mal an. Du, wir haben da ein klitzekleines Problem. Ja, was haben wir für ein Problem? Guck mal da unter den LKW. Und sag mir, was du siehst. Ach du Heiland. Würde sagen, da muss mal jemand den Chef anrufen, oder? Ja. Oder wollen wir es dem verheimlichen? Was ist denn passiert? Ich glaube. Ja, gucken Sie mal selber, da unten die Lache. Die war da, glaube ich, vorher noch nicht, bevor wir angehalten haben. Die wird sich jetzt gar nicht verstanden. So komisch. Ja, das ist, und von der Farbe kommt es auch hin mit der Ladung. Guck mal nach, ob da noch was drin ist im Tank oder ob diese Plörre rausläuft. Jo, guck mal. So, ich kontrolliere. Also das Füllröhrchen hier vorne zeigt an, dass wir knapp die Hälfte schon verloren haben. Habe ich nicht gesagt, da ist was undicht. Ja, scheint auch so, als wäre es undicht. Oh, scheiße. Das Grundwasser von der Insel können Sie damit schon mal hier auf der Insel für die nächsten 50, 60 Jahre vergessen. Nee, das schaffen wir noch alles. Fahren Sie uns mal hinterher, bitte. Wir müssen das Auto jetzt auf jeden Fall uns genau anschauen. Super. Ja, okay. Okay, gut. Ich muss kurz, mein Einsatz ist reingekommen. Ich muss kurz gehen. Nicht stehen, bitte. Lass dir mal die Karre offen. Mikrofon activated. Ingo, wäre nett, wenn du die Karre offen lässt, während ich einsteige. Okay. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Hat er irgendwas gesagt, wo wir hin müssen? Nee, dem THW hinterher. Und ich schließe gerade die ganze Zeit die Karre auf und zu. Interessant. Na, mal sehen, was die jetzt machen, wo wir schon die Hälfte von dem Zeug verloren haben, womit wir rein theoretisch ein Viertel. Moment, ich frag mal, wo wir jetzt hin müssen. Ja. Entschuldigung. Hallo? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, weil wir müssen ja irgendwo hinfahren. Weil unser Tank tropft und tropft und tropft. Wir haben schon wieder was verloren. Jetzt schon über die Hälfte rausgelaufen. Wie bitte? Dann fahren Sie mit der Richtung THW-Akku. Jo, okay, danke. Offen. Mikrofon activated. Jupp, bin drin. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich weiß von der Feuerwehr, dass wenn Gefahrstoffe ausläuft, man den Gefahrstofftransport jetzt nicht unbedingt weiterfahren lässt. So, ich frage mich jetzt, in welche Richtung? Das sehen wir ja gleich, wenn er losfährt. Was macht der denn da? Wahrscheinlich sich reparieren. Ah, ich glaube noch Kavala. Ja. Mit der verdrückten Kavala. Aber wenn er jetzt mal losfährt, dann schwinge ich mittendrin. Gott, diese ganzen Fahrzeuge hier. Fressen wir was. Guck mal, Kirk, wir kriegen eine Eskorte. Ja. Der will uns doch nicht etwa mit einem leckgeschlagenen Gifttank durch Kavala fahren lassen, oder? Ich vermute ja. Warte, dann informiere ich mal schnell die Polizei. Normalerweise guck mal, damit es aufgefangen wird und gebunden wird, oder? Ja. Und nicht noch an einem Pfirsichfeld vorbei gezogen wird. Wie schreibt sich Eskorte? Ah, okay. Korte durch Kavala. Genau, ein lektagegeschlagener
Da kommt gleich ein Lektage-LKW mit Gefahrgut, mit THW-Eskorte durch Kavala.